Es sind Situationen, die immer wieder vorkommen. Der Rettungswagen kommt nicht voran, weil die Autofahrer nicht schnell genug den Weg frei machen. Im schlimmsten Fall kann das Menschenleben kosten. Diese drei Studenten aus Karlsruhe haben in einem Jahr Teamarbeit am Fraunhofer Institut ein Martinshorn-Warnsystem entwickelt. Den Prototypen können sie nur dosiert testen. Ihr Martinshorn sorgte schon für Beschwerden der Nachbarschaft. Das Warnsystem funktioniert recht simpel. Sobald das Martinshorn ertönt, geht das Autoradio aus und ein Lämpchen blinkt. Durch die gute Dämmung von den heutigen Autos ist es sehr schwer für den Autofahrer, eine Sirene von einem Krankenwagen oder von der Polizei rechtzeitig oder frühzeitig zu hören. Und unsere Erfindung ermöglicht es, durch die Messung mit einem Mikrofon diese Schallwellen aufzunehmen und eindeutig zu sagen, okay, da ist ein Fahrzeug, eine Sirene. Die für ihr Warnsystem nötige Elektronik haben die Studenten für nicht mal 50 Euro im Internet bestellt. Ihr Prototyp funktioniert über ein Mikrofon. Aber in Zukunft könnten auch die bereits vorhandenen Sensoren der Einparkhilfen die Schallwellen aufnehmen. Rettungsdienste haben schon positiv auf die Erfindung der Studenten reagiert. Ich glaube, es wird auf jeden Fall eine Verbesserung geben für Einsatzfahrzeuge. Dass die vielleicht die 3-4 Sekunden schneller zum Einsatzort kommen und vor allem sicherer. Dass es weniger Unfälle geben wird, wo Einsatzfahrzeuge involviert sind. Das Martinshorn-Warnsystem der Karlsruher Studenten könnte schon bald in Serie gehen. Zwei deutsche Automobilhersteller haben bereits Interesse bekundet. Bis jetzt funktioniert die Erfindung nur bei deutschen und französischen Martinshörnern. Das soll aber bald ausgeweitet werden.